Ja, hallo liebe Modellbau-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Franks Modellbau-Ecke. Ja, ich starte jetzt mein neues Projekt. Das ist jetzt der römische Kampfwagen von Krieg bzw. Mantua Model. Da wollte ich jetzt direkt mit dem Bau anfangen, ohne Unboxen. Die Teile zeige ich euch dann beim Bauen, dann seht ihr ja alles. Und zwar baue ich jetzt die Kamera um und ihr könnt dann schön drauf gucken, so was war gedacht. Und mal gucken, wie es dann aussieht. Bis gleich. So, dann machen wir den Karton jetzt mal auf. Die Werbung habe ich vorher schon entfernt. So sehen die Teile aus. Ich habe gesagt, ich mache gerade Unboxing. Was ich jetzt erst machen werde, ich werde jetzt die Teile beschriften. Ja, ich habe jetzt die ganzen Bauteile beschriftet, wie sich das gehört. Ich bin auch hingegangen, habe jetzt die ersten Teile habe ich jetzt ausgetrennt, die ich jetzt für den ersten Bauschritt brauche. Das sind jetzt die Teile hier, das ist das Drehelement, was in der Mitte ist. Moment, da kann man mal kurz gucken zeigen. Genau, das ist das Teil, was in der Mitte ist, quasi das Ober- und Unterteil jetzt, was ich habe. Jetzt beim Beschriften ist mir schon aufgefallen, es gibt schon direkt noch nicht richtig angefangen, kleines Ärgernis. In der Beschreibung ist angegeben, dass hier die Teile, die hier sind, die auf eine kleine Laserschnittplatte sind, also aus Holz sind, das sind normalerweise Messing-Ätzteile. Ja, die haben sie jetzt einfach ausgetauscht, haben die Holzplatte reingetan, haben aber noch nicht mal die Beschreibung geändert. Ich weiß nicht, warum die Hersteller sowas machen. Die Modellbauer ein bisschen veräppeln, ist ein schönes Modell, aber irgendwo muss da irgendwo nicht sein. Ja, sie haben wieder Geld gespart, aber so ist es. Was ich jetzt noch machen werde, die Teile habe ich ausgeschnitten. Jetzt in der Beschreibung steht jetzt drin, dass man die Laserteile, das was dunkel lässt, aber auf den Karton und auf dem Modell jetzt hier auf der Vorderseite ist das auch eigentlich geschliffen. Die dunklen Stellen sind weggemacht. Das ist mir persönlich, möchte das auch haben. Also würde ich hingehen, würde ich ein bisschen schleifen, würde die Stellen jetzt hell machen erstmal. Und wird dann ja die vermeintliche Messing-Ätzplatte, würde ich mal die Holzplatte dann mal goldfarben anmalen. Okay, bis gleich. Ja, ich habe jetzt die Bauteile ausgelöst. Ich habe hier schon mal ein bisschen auf der Zahnstocher, ein bisschen da, wo die Löcher sind, aufgestochen. Ich werde die jetzt mit der Goldfarbe hier von Tamiya, habe ich jetzt gute Erfahrungen mitgemacht, mit den anderen Modellen, wirkt ganz gut, mit die dann die Holzteile dann, wie die Messing-Ätzteile dann wirklich aussehen. Naja, okay, dann mache ich das erstmal und dann, ich glaube, das mit dem Malen brauche ich euch nicht zu zeigen. Ne? Bis gleich. Also, die zwei Platten habe ich jetzt hier zwar geschliffen, so sieht das jetzt aus. Erst bin ich vorgegangen mit 100er und nochmal mit 250er bin ich nochmal nachgegangen. Habe ich einen Schleifblock hier benutzt und dann hier mal kleines hier für so nachzuschleifen mit der Hand. So, ich habe die Holzteile habe ich jetzt mit der Goldfarbe fertig angemalt, zweimal. Die bleiben dann hier erstmal liegen. Als nächstes waren dann hier die Deichsel dran. Die würden dann hier so ein Bauschritt 14, weil ich das Ganze hier mit dem Messingteil ja nicht brauche, weil das ja ein bisschen anders ist. Die werden jetzt erstmal zusammengeleimt. Und was ich jetzt gemerkt habe, ich muss ja gucken, wie ich die brauche, weil hier die zwei Teile, 1 und 2. Das eine Teil, die 2, hat 3 Löcher. Und da musste ich eigentlich erstmal wissen, wo was hinkommt. Und dann irgendwo bei, wie war das jetzt, bei Bauschritt 38 kann man dann sehen, dass die Löcher für die Verstrebung gebraucht werden. Also kommen die nach innen von dem Hänger oder Hänger, ja, von dem Kampfer. So, jetzt habe ich schon einen gemacht, quasi, das ist dann der rechte. Dann brauche ich quasi noch einen linken. Also kommt das hier drauf, wie ich den dann so dann machen kann. So, hier den einen habe ich schon verleimt, den habe ich schon ausgeschnitten gehabt aus der Laserplatte. So, dann tue ich jetzt den noch verleimen und dann machen wir dann, lass ich das mal trocknen. Ein bisschen dann drauf tun, ein bisschen verteilen. So, wie wäre das jetzt, Moment, jetzt keinen Fehler machen. So. Ja, genau, da kommt es drauf. Lauter hin und her, muss ich mal gucken, wenn sich da wirklich nicht vertut.
Wäre ja blöd, wenn ich auf einmal zwei gleiche habe. Klammern. Haben wir noch so eine große Griff? Da ist eine größere. Okay. Da ist alle zusammen. Da drüben noch eine kleine drauf. Okay. Und hier noch eine kleine. Die sind nicht 100% gerade. Deswegen tue ich schon mit Lappen. Den überflüssigen Leim tue ich schon weg. So, warte ich jetzt. Das gleiche ist er durchtrocknen bis zum nächsten Arbeitsschritt. Und der wird jetzt dann sein, man hätte jetzt nächstes hin sollen, dann das Messingteil, aber es jetzt Holz ist, und dann nochmal schleifen oder aufpolieren. Das fällt bei mir weg. Was ich dann jetzt ein bisschen anders machen will, ich lasse das jetzt durchtrocknen. Die Schnittkanten oder die Laserschnittkanten, was jetzt dunkel ist, will ich also schleifen, damit das wieder ein bisschen heller wird. Und wird das dann für mich dann beizen und zwar wieder in Eichelfarben. Okay, das würde ich dann zeigen, bevor ich dann hier die Zierleiste draufklebe. Das wäre ja blöd, wenn ich dann vorher die Zierleiste reinmache und dann beizen würde. Das würde nicht funktionieren. Okay, bis gleich. Ich bin ja gerade hier ein bisschen zu einem Kundenkleber. Hoffentlich, wenn da gerade nicht so viel Luft rauskommen würde. So. Na, so viel Luft drin hier in der Tube. Halt. Ein bisschen verteilen. So. Eine habe ich schon aufgebracht. Ich habe die Zeile wieder verleimt. Die Seiten ja geschliffen. Das ist jetzt auch gebeizt. So, jetzt muss ich das aufbringen. Moment, kurz. Aufpassen, ich will nicht selber die Finger, dann mache ich die Seiten ein bisschen weg. Und dann versuche ich das, ohne dass ich mich selber festklebe, und vergleichmäßig, wie es einer auch ist, anzubringen. Da. Jetzt sieht das relativ gleich aus. Es wird kein Kleber so rausgequollen. So passt. So, das lasse ich jetzt weit trocknen. Dann verlege ich es zur Seite. Ich habe jetzt hier das, habe ich auch schon verklebt, also mit Sekundenkleber Gel, und habe auch schon hier die Nägelchen reingetan. Das machen wir jetzt gerade auch einmal. Jetzt zunächst eine kleine Zange. Halten wir die an, da wo sie hingehören, da wo das Vorbestands- oder vorgebohrte Loch ist. Und so sieht das fertige Teil erstmal aus. Ja. Okay, dann nehmen wir das zur Seite. Als nächstes kommen jetzt hier die Räder dran. Die will ich jetzt weiter ausschneiden. Ja, ich habe jetzt die ganzen Teile ausgeschnitten. Nicht nur die Kleinteile, weil die ja alle ineinander mit den Teilen jetzt hier verbunden waren. Habe ich das alles abgelöst, weil es auch jetzt die nächsten Arbeitsschritte sind. Ich verleime jetzt die Teile und dann die ganzen. Die Scheiben, die kommen so übereinander. Und das wollte ich jetzt nur einmal zeigen. Und das alles andere mache ich mit. Das sind hier die Speichen. Die habe ich auch schon alles soweit ausgelöst. Und das wird dann der nächste Arbeitsschritt. So, dann machen wir hier ein bisschen Leim drauf. Wenn jetzt der Leim rauskommt, der war immer gängig. Das gibt es ja nicht. Doch, jetzt aber. Oh, muss auch fest drücken. Nein, das gibt es ja nicht. So ein bisschen eingetrocknet. Ja, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt. Okay. Muss ich jetzt gleich mal die Düse ein bisschen frei machen. Dann geht das wieder. Aber das ist immer noch ein bisschen zeigen. Gerade hat es auch wunderbar funktioniert. Zack, irgendwas wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die euch nicht offen stehen lassen. Naja, so ist das jetzt. Gibt einmal die Scheibe. Da sollen jetzt die Löcher über die Eintiefung, weil da
Das sind jetzt die Nummer 7. Hier kommen so Zierelemente drauf. Das mittlere, da kommen jetzt hier später die Speichen rein. Und jetzt bei dem Rad ist eins, da kommen Stifte rein. Und das treibt nachher dann oben das das Karussell jetzt hier an, mit den Kugeln sich nachher drehen dann. So, deswegen sehen diese zwei quasi ein bisschen anders aus. Jetzt mache ich schon hier auch ein bisschen Leim drauf. Das ist das Fleisch. Die Seite ist nicht so schön. Na, oder so. Hier soll jetzt mal ein bisschen frei machen. Ist ein interessantes Modell, ist nicht schön, das gefällt mir gut, aber die Beschreibung lässt mir hier zu wünschen übrig, aber es ist anscheinend bei denen so, da mache ich den Leim ein bisschen weg, ich das ein bisschen aus, dann brauche ich ein paar größere Klammern, greifen die, dafür nehme ich große, die am besten halten. Ich glaube, die haben mehr Druck. So. Gucken wir, dass alles schön zusammen ist, wie es sich gehört. Okay. Gut, das in der Mitte passt auch soweit. Ja. Mach den Leim ein bisschen weg, den feuchten Lappen. Okay. Das andere Leim ist auch. Wie jetzt hier die Zahnräder, die mittlere Achse, wo auch dann hier die Speichen reinkommen. Ich verleime jetzt die Teile, die jetzt erstmal verleimt werden müssen dann. Und dann zeige ich euch gleich mehr. Die Teile habe ich jetzt alle verleimt. So sieht das Rad jetzt auch aus. Fertig. Ich habe das jetzt auch die ganzen Laserschnittkanten, habe ich alle geschliffen, gefeilt und geschliffen. Das sind jetzt hier in der Mitte die Achse, die sieht man jetzt gerade leider nicht mehr, weil ich das Rad schon fertig habe. Das ist ganz schön geworden. Das sind hier die Speichen. Die lag jetzt falsch rum. Ich habe eine Seite die Laserschnittkante weggeschliffen. Und zwar, das ist jetzt die Vorderseite. Und auf der Vorderseite, die kommt dann so rein, die geschliffene Seite kommt nach hinten. Auf der Vorderseite kommt später wieder ein bisschen Furnier drauf, weil ich hier auf dem fertigen Rad auch schon drauf habe. Ich wollte euch jetzt quasi den kompletten Arbeitsschnitt hier von dem Rad zeigen. Und das werden wir jetzt machen. Was ich jetzt auch gemacht habe, okay, ich habe die Seiten da jetzt geschliffen. Ich habe die auch jetzt schon mal vorher so mal angehalten, damit die auch reingehen. Und das funktioniert auch. In der Mitte ist dann die Scheibe, die soll man laut Anleitung auch jetzt drauflegen, damit er dann erstmal drauf liegt. Jetzt setze ich die alle nacheinander ein. Ich hoffe, das klappt auch alles so, wie das für den. Bei dem hat das wunderbar geklappt, da habe ich schon Bammel gehabt. Aber es geht. Man steckt sie einfach. Ich tue auch ohne Leim, weil man da im Prinzip keinen Leim braucht. Es hält in sich. So. Ein, zwei habe ich ein bisschen leicht angeschliffen, das hat ein bisschen geklemmt. Das habe ich dann so gemacht, dass es dann leichter reingeht. Und man hat ja auch, wenn man hier bei den letzten ein, zwei oder bei dem letzten, hat man schon sehr wenig Platz. Man muss ja noch irgendwo mit seinen Finger hin. So, genau. So. Und jetzt kommt das. So, jetzt habe ich die alle drin richtig. Wo ich ein bisschen Bammel vor habe. Jetzt das mittlere Teil, was auch doppelt verleimt ist, sind quasi zwei Scheiben. Hier hat das wunderbar geklappt. Ich muss es jetzt ansetzen hier. Ein bisschen auswischen grob, die Teile auch so drin sind. Und das wird jetzt eigentlich nur quasi leicht reingeschlagen. Und ich habe eigentlich, wo ich die Anleitung gesehen habe, ein bisschen Bammel, damit mir das abbricht. Aber wenn man das vorsichtig so reingreift,
geht das? Man muss mal gucken, dass irgendwann hinten bündig ist. Genau. Das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Ist gut geklappt. So. Jetzt muss ich es nochmal nachdrücken, aber es passt alles. Als nächstes wird die Scheibe jetzt hier aufgeleimt. Jetzt kommt erstmal wieder Leim ins Spiel. Ich habe auch jetzt die Flasche ein bisschen die Spitze sauber gemacht, damit der Leim auch da wieder rauskommt. Das war ja wieder ein kleiner Fauxpas von mir. Das war genau, dann tun wir es wieder hin. Dann nehmen wir von den falschen Lappen. So. Kommt die Achse in die Mitte rein. Du musst ein bisschen auswischen. Die haben hier wieder auch nicht so viel. So. Okay, ich mache das jetzt gerade ein bisschen sauber. Ich setze für ein paar Minuten, mal so 10 Minuten eine Klammer drauf. Oder 20er. Und dann machen wir weiter mit der Vorderseite, mit dem Furnier dann. Okay. Jetzt hole ich hier das Furnier. Aufkleben. In der Beschreibung stand drin, dass wir die Leisten auf 22 mm schneiden sollte, aber ich brauche 25. Also deswegen passt das hier genau hin. Und das, was ein bisschen offen ist, das wird später durch die zweite Scheibe hier verdeckt. Also ich klebe mal die Dinger auch kurz rein. Müssen auch alle jetzt reinpassen. Ich lege jetzt erstmal rein, richte die gleich aus. Ja, langsam. So sieht das dann aus. Ja, tut mir leid, ich habe mal wieder nicht auf den Akku geachtet, aber ich habe ihn noch ausgewischt, das Glas draufgestellt, damit wir jetzt ein bisschen antrocknen lassen. Jetzt sieht das so aus, schon mal. Jetzt kommt in der Mitte Rückseite nochmal. Jetzt kommt in der Mitte nochmal die Scheibe drauf. Und dann sieht das quasi eigentlich genauso aus schon wie das. Ein bisschen auswischen, Lappen hier. Der Leim ein bisschen wegmachen. Ja. Leim oder Schimmelschauer. So ein Wattestäbchen. Ja, ein bisschen nass, dann geht das ein bisschen besser. Genau. Okay. Wenn das genau ausgewischt ist, dann tue ich nochmal zwei Klammern drauf. Als nächstes, direkt wenn das mal kurz jetzt angezogen ist, werde ich hingehen, jetzt bei dem hier. Das ist das Rad, der das Karussell quasi antreibt. Und ich habe auch hier schon die 6 mm dicken Rundhölzer zugeschnitten. Die sind 19 mm, hier von der Stange. Und die werden auch eingefügt. Das ist eigentlich ein Abschnitt, ich bin jetzt hier mit den ganzen Rädern bin ich bei Abschnitt 33 und dabei 47 schöne Stifte eingesetzt. Aber das mache ich jetzt schon, weil ich nach dem Abschnitt jetzt das alles nochmal beizen möchte. Und dann kommen hier die Zierelemente, kommen noch hier rein hier. Die, oh, langsam, die werden dann hier reingesetzt. Das sieht dann
hoffentlich wunderbar aus. Aber es sieht ganz gut aus, jetzt schon. Okay. Ich habe jetzt schon mal 6 Stück eingesetzt. Jetzt auf die 2. Dann schon wieder ein bisschen Leim reingetan. Ja. Dann einfach die Stifte mit kleinen Hämmerchen rein. Die auch gerade sind. Ich lasse es jetzt durchtrocknen über Nacht. Es ist schon spät, dann wird es morgen beizen. Die Räder sind jetzt so gut wie fertig. Hier habe ich die Zierelemente schon drauf gemacht. Hier sind sie noch nicht ganz drauf. Hier sind noch 2 Stück, die wollte ich jetzt einsetzen. Ein bisschen Sekundenklebergel. Ja, nicht verlieren, nicht verloren gehen. So, einmal. So, okay. So sehen die Räder jetzt aus. Ich hoffe, jetzt fallen sie nicht wieder raus, aber schau ich nicht. Doch, hahaha, okay, hätte ich mir beachten müssen, aber ich habe es euch gezeigt. Braucht auch ein bisschen länger der Sekundenkleber hier. Dieser doch kein Sekundenkleber. Ja. Dann setze ich die rein, so. Lass die dann trocknen. Und dann ist es gut. Na ja, super. Jetzt habe ich Sekundenkleber an den Finger. Und das klebt mir an den Finger fest. So. Zack. Okay. Okay, ich lasse sie aber jetzt so liegen. Passiert nichts. So. Damit ist das erste Video jetzt fertig. Einen Daumen hoch und natürlich über ein Abo, würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.